Samstagnachmittag, das Waldstadion in Gießen, Fußball-Hessenliga. Der FC Gießen empfängt die SG Barockstadt Fulda-Lenortz. Die Gießener, die haben die ersten vier Partien alle gewonnen, gehen auch heute als Favorit in die Partie. Fulda mit einer Niederlage in Hünfeld und zwei Siegen vor dieser Begegnung will versuchen, heute hier etwas mitzunehmen. Tolle Kulisse, rund 2400 Zuschauer, gute Bedingungen, Anstoß um 15 Uhr. Die Gastgeber gleich im Vorwärtsgang, 9. Spielminute, Eckball durch Cem Kara, dann ein Kopfball von Damian Marceta, der geht aber über den Kasten. Die Fuldaer mit leicht veränderter Aufstellung zunächst überwiegend in der eigenen Hälfte, dann ein Entlastungsangriff. Dominik Kriljanic auf Patrick Proschke, der geht auf der linken Seite auf und davon und dann aus spitzem Winkel trifft Proschke in den Kasten. Die 18. Spielminute, die SG Barockstadt Fulda-Lenortz führt in Gießen überraschend mit 1:0. Die Gießener nicht lange geschockt, sofort wieder im Vorwärtsgang, 7 Minuten später, der Ball kommt auf Cem Kara, der legt ab auf Timo Cecen und der trifft den Pfosten. Und weiter geht es in Richtung des Fulderer Kastens. Brian Mukasa setzt sich durch, legt ab auf Ricardo Antonacci und Glanzparade von Kenan Mujuzinovic im Gästekasten. Von der SG Barockstadt nach dem Führungstreffer nach vorne nicht mehr viel zu sehen. Kurz vor der Pause Cem Kara auf Johannes Hofmann, dann Brian Mukasa, Damian Marceta und noch einmal Mukasa. Und dann ist der Ball im Kasten. Die 45. Spielminute, das 1:1. Mit dem für die SG Barockstadt eher glücklichen 1:1 geht es dann auch in die Kabinen. Dann die 57. Minute, Ballgewinn der Gießener, Timo Cecen auf Cem Kara, der zurück auf Cecen und der verfehlt den Kasten knapp. 9 Minuten später, wieder Gießen im Vorwärtsgang, dann Brian Mukasa auf Markus Müller und die nächste Glanzparade von Mujuzinovic. Dann Minute 80, es steht immer noch 1:1. Jetzt die SG Barockstadt im Angriff, Patrick Proschke auf Niklas Odenwald, der mit der Flanke und der eingewechselte Florian Münkel verpasst nur knapp. Das war die Chance zur Führung der Gäste. 5 Minuten später, jetzt wieder die Gießener, die auf den Führungstreffer drücken. Cem Kara, Timo Cecen wieder. Cem Kara, der zieht ab und trifft in der 85. Spielminute. Cem Kara mit dem Führungstreffer für den FC Gießen. Es steht 2:1. Die Gäste anschließend bemüht, aber ohne Torchance. Jetzt wieder der FC Gießen. Johannes Hofmann, Niklas Odenwald mit dem Kopf und Alban Lekai zieht ab und trifft. Die 90. Spielminute. Auch dieser Treffer noch einmal in der Zeitlupe. Die Entscheidung, es steht 3:1. Kurz danach pfeift Schiedsrichter Patrick Werner aus Nauheim die Partie dann auch ab. Der FC Gießen schlägt die SG Barockstadt Fulda-Lenortz mit 3:1 und bleibt ganz vorne in der Tabelle. Die Fuldaer liegen jetzt bereits 9 Zähler hinter dem großen Titelfavoriten. Klar muss man natürlich in der ersten Halbzeit kritisieren, dass wir aus unseren gefühlten 6-7 Chancen einfach zu wenig draus gemacht haben. Aber Riesenkompliment an die Mannschaft, dass sie dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nahtlos so weitergespielt hat. Und ich glaube, allen in allem ein absolut verdienter Sieg. Auch in der Höhe ist es absolut in Ordnung. Wir waren, wie gesagt, im und am 16er viel zu passiv und haben viel zu viele Möglichkeiten zugelassen. Damit kann natürlich keiner zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit haben wir es vielleicht einen Tick besser gemacht.
Haben dann auch die eine oder andere Einwechslung gehabt, die dann für die Offensive dienen sollte, um dieses Spiel für uns positiv zu entscheiden. Aber der Gegner hat dann gezeigt, als sie ein bisschen mehr Räume hatten, dass sie mit diesen Räumen auch umzugehen wissen.